Boah! Ja! Kapital Abasch, Leute. Herrn Ackermann mit Tauwurm. Wie immer. Unser Tauwurm-Spezialist. So. Tagesrekord, Leute. Strahlender Herrn Ackermann. Mit einem 45er Barsch. Cool. Zeig mal nochmal in die Kamera. Ja, andersrum. Ja. Barsch. Wow. Schöner Barsch. Schöner Klopper. Locker seine 45. Schön geschluckt. Gut. So was kommt aus der Maß raus. So, Ayan hat wieder einen Fisch. Er lässt mich nicht in Ruhe angeln. Jede Minute ein Fisch. Wieder ein Klopper. Schöner Klopperbarsch. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall ein kapitaler Barsch. Hoho. 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 Schöner Karpfenbarsch. Jawohl. Ohne Kommentar. Erneuten Monsterbarsch. Monster Catch. Guck mal, der will nuckeln. Gib ihm deinen Daumen. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Alles an einem Tag, alles in zwei Stunden. Schon der sechste, siebte fette Barsch. Also fette Barsch. Durch diesen Barsch hier. Wahnsinn, Wahnsinn, das ist ein Barsch. Das war ein Barsch. Das ist, glaube ich, noch größerer. Ja, und jetzt bitte nimm meine Rute auch, da hängt auch was dran. Oh, da hängt auch was Großes. Das nennt man Doppeldrill. Okay, den halte ich mal. Erstmal. Gib mir die Kamera, zeige ich deinen Drill. So, Ayan Ackermann Anzug. Oh, ein schöner Dicker. Komm, Papa. Klein zu sein. Das ist der Kleinmann. Nein, 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 nein. Ja, Leute, Doppeldrill. Der eine hängt am Haken. Und dann zieht der Ayan direkt den nächsten. Das war wahrscheinlich ein Schwarm. Oh, zeig mal, welcher größer ist. Oh. Der ist so etwas größer. Mein Papa Barsch ist größer. Keine Ahnung, was ist das? Wenn es ein Barsch ist, ist es ein großer Barsch. Ui, ja, das ist ein Barsch. Ui, 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 ui. Das ist ein Barsch. Das ist ein schöner, dicker, mindestens 45 cm Barsch.
Orientaler Marsch. Irgendwann war es klar. Und hier ist das. Messen? T-Rex. Der hat seine 40 ungefähr. Ja. 38. Also der Barschbestand hier in Amas ist wirklich phänomenal. Wenn man weiß, wie man sie fängt, dann ist es eigentlich nur die Frage der Zeit, bis der 50er Barsch beißt. Also sowas ist auch schon top. Apropos, wir nennen die bei uns Karpfenbarsch. Weil die unnatürlich groß sind. Und wenn man nicht genau hinguckt, dann denkt man mal an Karpfen dran. Das ist ja schön, ich wüsste, dass es kein Karpfen ist. Aber die sind so groß. Also hier gibt es wirklich nur riesen Dinger. Einen nach dem anderen. Klopperteile. Wir hoffen heute auf den 50er Barsch. Den haben wir letztes Mal Release gehabt. Mal gucken, ob es heute wieder klappt. Letztens war der zweitgrößte 45 cm. Heute fängt es klein an, mal gucken, wie es weitergeht. Titanbarsch. Karpfenbarsch, neuer Karpfenbarsch von Ayan Ackermann, der fünfte heute. Junge, 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 was ist das für ein Barsch? Oh. Schaut euch diese Fresse an von dem. Wahnsinn. Klopperbarsch. Ich habe fast die Hoffnung verloren, aber die sind noch da. Alter. Ah, die sind aber sehr tief. So, geht's weiter. Zeig dir mal in Vollseite. Breitseite, jawohl. Schöner Barsch. Geil. Genug von den Karpfenbarschen, Leute. Fettes Ding. Five Minutes hat es gedauert. Da hat der Ayan Ackermann vom Team Benga den nächsten Kapitänbarsch rausgeholt. Den Karpfenbarsch. Sehr schön. Wieder gleiche Methode. Taubenwurm. Und da kommt der. Ein bisschen kleiner. Ja, ein bisschen kleiner als der andere, aber trotzdem. Ja. Das ist ein Karpfenbarsch. Ja.